Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier zu einem neuen Part von Majora's Mask Herzteilesuche. Wir sammeln uns heute Herzteil für 5000 Rubine ein. Das wahrscheinlich teuerste Herzteil. Ja. Ich hatte zweimal, dass jeder von denen nur blaue Rubine gedroppt hat. Und einmal, dass alle vier rote Rubine gedroppt haben. Das heißt also, die Spanne ist von 60 bis 80 Rubinen in 5er Schritten vorhanden. Und der Schein in der Luft, der ist einfach existent. Geil. So, das sind die letzten Rubine, die wir jetzt einzahlen müssen. Eigentlich sind das sogar 100 zu viel. Wenn wir es ganz genau nehmen, sogar 101 zu viel. Denn ich habe 4601 Rubine auf meinem Konto liegen. Und genau die werden wir jetzt, ich habe wieder die Hasenohren vergessen. Genau diese werden wir jetzt aufstocken. Hör, was ist los? Ich möchte Rubine einzahlen. Oh, Entschuldigung, lass mal kurz nachgucken. Ja, ja, 4601 Rubine. Ja, das ist schon ganz schön viel. Was möchtest du denn einzahlen? Wenn du Cash hast, dann gib mir. So, 500. Was? So, klar, mein dein Kontostand beträgt nur 5101 Rubine. Wow, du hast 5000 Rubine gespart. Nun denn, kleiner Mann, das ist der Höchstbetrag. Mehr kann ich nicht aufbewahren. Ich bitte um Verzeihung, aber mehr als das kann ich dir nicht anbieten. Zack. Und wir haben ein Herzteil. Ah, ich will auch gar keine einzahlen. Ich deppel. Mann, ich drücke immer zu schnell. Warte mal. Okay, abheben. Zack. So. Also wir machen heute nämlich noch was anderes. Dafür würde ich jetzt erstmal ein bisschen Cash-Mash haben. Wir fangen an mit der Schießbude. Es gibt ein Herzteil dafür, dass wir das perfekt erhalten. Ich hatte ja 39 Treffer da erzielt. Also mehr als 39, sprich 40. Wenn man dort ein perfekt trifft, also perfekt landet, dann kriegt man ein Herzteil. Eigentlich wollte ich das später machen. Weil wir wissen alle, wie gut ich und Schießen in diesem Spiel zusammenpassen. So minus 5% ist da eigentlich recht gängig. Versuchst du nicht gerade mal hier und so Spielchen? Hallo, Sähnchen. So. So, Rekord liegt bei irgendwas. Ist mir eigentlich auch voll egal. So, Muscle Memory, ich hoffe, du bist dabei. So. Zack. Nope, das war's schon. Sehr schön, wir haben verkackt. Geil. Weil es muss, glaube ich, 40 sein, dann, sonst zählt das nicht. Jo, und zweimal verkackt. Eigentlich nach links und rechts bewegen ist optimal. Genau, die sind alle nicht. Das war knapp. Das war noch knapper. Und das wäre theoretisch, glaube ich, die vorletzte gewesen, genau. Und das jetzt die letzte. Nee. Das ist tatsächlich die letzte, genau. Ja, verkackt. Es gab da sogar noch eine? What? Ja klar, bis die Zeit zu Ende ist, ne? So. Sie meinen, 44 Treffer, das ist ein neuer Rekord, das sollte belohnt werden. Zack, und vor wie. Aber bei Gelegenheit neu vorbei, Mann. So, wir müssen alle treffen. Das ist das Ziel. Wir müssen jeden einzelnen Octorok treffen. Und mit dieser super Schwammi-Steuerung ist das sau schwer. Das Problem ist auch, ich kann es nicht abbrechen. Wir müssen jeden Versuch nutzen. Ich möchte kurz anmerken, dass das relativ fies gerade war. Ach ja, und wir spielen auf dem dritten Tag-Modus, was natürlich auch ziemlich cool ist. Das war knapp.
Und das war's. Ab jetzt ist halt nur noch üben. Also ich kann halt meine Muscle Memory üben, dass ich halt besser treffen tue. Die eigentlich schon ganz okay ist, muss ich mal so anmerken. Also ich treffe ziemlich gut dafür, dass ich so scheiße in dem Spiel bin. Am meisten Sorgen machen mir immer diese Shots hier, weil du darfst auch keinen blauen treffen. Also perfekt heißt jeden, nein, normalen Octorok und keinen blauen. Also es ist schon ziemlich hart. Das war knapp. Da hat's gerade ein bisschen... Das war doof. Ja, okay. So, 44 Treffer. Frustrierend, nicht wahr? Witz nochmal. Jo. So, und los geht's. Versuch der nächste. Ja, wir brauchen halt 50, glaube ich. Das ist das Maximum. Bis halt die Zeit zu Ende ist. Das war knapp. Und wieder verkackt? Nee, ganz knapp nicht. Jetzt aber. Jo. Ja, super. Scheiße. Das ist richtig doof, Mann. Das ist super kacke, Mann. Ich bin sau schlecht in dem Aim. Ich hab kein Frame. Ja, es ist halt echt scheiße. Weil zählt das einfach nur ab 50 Treffer? Also, weil die Wellen verschwinden ja schneller, umso schneller, wie ich die geklärt habe hier. Das war knapp. Das war kacke. Zack, zack, zack. Das war richtig schön scheiße. Ja, guck mal, hier sind wir schon wieder bei dem hier. Danach kam ja theoretisch sogar noch einer. Du hast sehen, nicht wahr? Ja, los, leg. Gib mir ein neues Spiel. Weil eigentlich ist man auf der Standardhöhe eigentlich am besten. Eigentlich. Jo, gleich Inset beim ersten verkackt, Mann! Das ist scheiße. Das war wieder ganz knapp. Zack, zack, zack. Danke. Zack, danke. So, die Mittelreihe. Die habe ich jetzt mittlerweile drauf, wann die kommt. Yo. Diese Hitboxen sind so nett. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Ah! Schön in den blauen rein. Mann, habe ich gesoffen, ey. Ja, 39 Treffer. Russland, nicht wahr? Dafür muss ich dir ein bisschen Cash abluchsen. Das war eine ziemlich gute Illustration seiner Lache, muss ich mal an der Stelle anmerken. Und wieder gleich First Wave. Geil, und ich kann es nicht neu starten. Weil du kannst machen, was du willst. Du kannst dieses Spiel nicht neu starten. Weil du potenziell ja immer was erreichen kannst. Dass du aber ein perfektes Spiel haben musst, ist scheiße! Richtig Mist. Ich find's auch geil. Ich habe schon längst B losgelassen und der Pfeil fliegt nicht wegen... Naja. Also das Spiel ist ja zum Glück lagfrei und so richtig brandneu. Ja, der Pfeil fliegt halt nicht und der denkt, ich habe immer noch B gedrückt, obwohl ich gar nicht mehr B drücke. Sau bescheuert auch. Ja, ich treffe jetzt nicht mehr, weil ich schon wieder zu weit unten bin. Ja, die Welle, die werde ich niemals wirklich richtig hinkriegen. Jetzt bin ich sowieso komplett für den Arsch. Jetzt kriege ich gar nichts mehr. Okay, hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt. Ja, das ist also die letzte Welle.
bis dahin müssen wir es hinschaffen und das ist so erzählend. Ja, tut mir leid, mehr werden wir in diesem Part wahrscheinlich eh nicht schaffen. Guck mal, jetzt habe ich schon wieder meinen Bogen viel früher und konnte viel früher anfangen, meinen Pfeil zu ziehen. Also, ich verstehe nicht so ganz, wie das hier funktionieren tut, aber okay. Das ist mir ein Rätsel, aber gut, lassen wir es mal dabei. Geil. Bei beiden schön fett daneben geböllert. Ja, kann ich also eh nicht mehr schaffen. Trefft ihn rechts hinten nicht mehr, Mann! Trefft ihn rechts hinten nicht mehr! Und Fliegen gehen mir schon wieder auf den Sack. Jo, tschüss. Ach man, 100% zu haben ist doof. Ja, schaffe ich eh nicht mehr. Das 40 Treffer, Mann. Aber guck mal, wir kommen manchmal in eine andere Welle rein. Und manchmal eben nicht. So, jetzt habe ich schon wieder meinen Bogen früher. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wonach er das macht. Das war gerade so ein Glück. Ich dachte, der zweite Fall hat schon wieder nicht geschossen. Jo, geil. Wieder alle daneben. Alle daneben, Mann! Ich meine, hey. Wir Fliegen lutschen zum Glück auch überhaupt nicht. Am Keks. Ja, tschüss. Zack, zack und zack. Und das Ganze dürfen wir übrigens mal so nebenbei erwähnt im Sumpf nochmal machen. Auch mit einem perfekten Score. Also ich habe den ja schon einmal erhalten, deswegen ist das nicht das Problem so großartig. Achso, warte mal, die Blauen geben glaube ich Zeitabzug, ne? Ist ja nicht so, dass sie nur Punkteabzug geben, die geben glaube ich Zeitabzug sogar. Weshalb wir es manchmal in die letzte Welle schaffen und manchmal eben nicht. Das war saukrass gerade der Schuss. Ja, und hier müssen wir halt auch alle treffen, was halt richtig mies ist. Frustrierend, wa? Ja, Mann. Nerv mich nicht! Und mach das Spiel einfacher! Nein! Ich hasse es, dass man dieses Spiel nicht neu starten kann! Wieso kann man das Spiel nicht neu starten? Die wissen doch genau, warum man das Spiel neu starten will. Wenn man am Anfang schon gleich schon einen verkackt hat, dann war's das. Na, tschüss. Das war sauknapp. Oh, ganz knapp noch. Jo, tschüss. Jupp, und das war's. Mann! Ja, die geben Zeitabzug. Wüsste du gerne wie viel? Ich glaube 3 oder 4 Sekunden. Ja, nochmal. Halt einfach die Klappe. Ich weiß, wie das Spiel geht. Es ist einfach nur kacke schwer. Jo, wir machen gleich sowas von ein anderes Herzteil. Schnauze. Bin geladen. Elektrisch. Wie kam ein Elektra? Okay, der war so scheiße. Nein, ich treffe die alle nicht. Ich bin so scheiße. Jo. Ich hasse diese Zielspiele. Die sind auf dem 3DS so vieles cooler. Da ist die Steuerung so besser, so viel besser. Das ist mit dem Schiebepad allein schon viel besser.
Da hat er übrigens wieder schon nicht geschossen, deswegen habe ich ja gerade so lange auf eine Stelle gezielt und nichts gemacht. Weil er schon wieder nicht geschossen hat. Jo, Mann, beweg doch den Scheiß-Teil hier um einen Millimeter. So, wir machen was anderes. Ist mir so egal. Es ist mir so egal. Ich will das jetzt nicht mehr machen. Ich mach das jetzt seit über 10 Minuten. Das ist absolut bescheuert. Das geht mir so auf den Keks. So, was können wir als nächstes machen? Ja, ich weiß, was wir jetzt machen. Ich hätte mich dafür aber teleportieren können und muss nicht laufen. So, aber wir holen uns jetzt nichtsdestotrotz noch ein Herzteil. Ich hoffe, dass das noch funktioniert, weil ich weiß nicht. 6 bis 8 Uhr abends. Ja, es ist 7:45. Kacke. Was können wir uns denn sonst noch holen? Wir müssen die 4 Löcher suchen. Es gibt 4 Löcher, wo Mythensteine drin sind. Auf der Ebene. Die könnten wir jetzt noch suchen. Ja, dann haben wir wenigstens irgendwie halbwegs was erreicht. Weil es ist auch, ich weiß nicht, wo die sind. Ich weiß wirklich nicht, wo die sind. Außer eins, glaube ich. Aber, also die sind auf jeden Fall bei den 4 Gebieten. Da bin ich mir sehr sicher. Aber genau sagen, wo die sind, kann ich euch leider auch nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass das Loch, was wir suchen, vom... Guck mal, die sind übrigens weg. Der Typ hofft einfach nur noch auf sein, weiß ich nicht, nahendes Ende anscheinend. So, eins von den Löchern war irgendwo hier vorne, ich glaube unter dem Stein da. Zack. So, richtig? Richtig, ist Nummer 1. Zack. So, Goronisches Schlummerlied gespielt. Man kann auch mit Miko den Bossa Nova, mit dem Zora den Bossa Nova der Kaskaden spielen. Oder als Deku die Sonate des Erwachens. Das ist egal. Man muss es nur bei allen, glaube ich, gleich machen, das ist wichtig. Und es gibt halt die 3 Verwandlungen, bei denen man das machen kann. Hat alles denselben Effekt, wir kriegen dadurch vom 4. dann ein Herzteil. Und ich muss halt suchen, wo die sind, weil ich habe absolut keinen Plan mehr. Das müsste irgendwo hier im Gras sein, vielleicht auch da drüben das. Achso, warte mal, hier ist eins. Ist es das vielleicht sogar? Ich weiß echt nicht mehr, wo die Löcher waren. Ja, hier ist es. Achso, Moment. Ja, Alter, natürlich. Er kommt erst runter, wenn er mich ohnehin schon treffen kann. Arsch. Dämliches Viech. Denn in der Ecke steht auch nochmal eins. Ist mir aber egal. Zack. So, beim Wasser gibt es dann nochmal eins. Und irgendwo beim Ikana Canyon gibt es dann auch nochmal vorne eins. Ring. Ja, aber wo die genau sind, wie gesagt, keine Ahnung. Ich hoffe, ich finde die jetzt noch. Ist halt auch nichts weiter. Also ich glaube, dass da oben, was wir da gefunden haben unter dem Stein, das ist eher das vom Goronenabteil. Vom Wasserabteil und wir haben im Goronenabteil noch nichts. Macht zwar relativ wenig Sinn, ich weiß, aber... Gucken wir einfach mal hier rein. Das haben wir jetzt nur auch gesehen. Okay, hier ist das nächste, sehr schön. Ich glaube, fürs letzte brauchen wir wirklich eine Wundererbse. Ich weiß, der Part ist jetzt unendlich lang. Es tut mir super doll leid. Aber was soll ich machen, meine Damen und Herren? Was soll ich tun?
Ich werde jetzt hinfortschreiten, mich in den Sumpf des Vergessens begeben. Upsala. Ich glaube, das war der falsche Weg, aber das ist gar nicht mal so schlimm. Denn das machen wir jetzt einfach weg hier und dann gehen wir noch drüben lang. Denn egal, wo wir hingehen, wir brauchen das Herzteil eh. Das war relativ knapp. Es hat sich nicht gereimt, das war mir aber vollkommen egal gerade, meine Damen und Herren. Es tut mir sehr leid. Das ist hoffentlich nicht so schlimm, denn... mich an dem vorbei. Guter Junge. Das war sehr knapp. Ja, wir brauchen das Herzteil. Achso, ich komme eh nicht. Gut. Ja, umso besser. Zack, Herzteil. So, haben wir nochmal eins gefunden. Wenigstens etwas. Das beruhigt mich ungemein. So, vielen Dank. Ein Eindringling, bla bla bla. Hab gar nicht drauf geachtet, dass die Zeit schon so spät ist. Naja. Wäre ärgerlich, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen müsste. Dann gehen mir nämlich... okay, musste mich kurz konzentrieren. Dann gehen mir nämlich der gesamte Fortschritt der Mythensteine verloren. Ich weiß aber jetzt eh, wo die sind. Von daher ist das relativ entspannt. Warte mal, da oben war eine Kiste? Ja, da oben war eine Kiste mit Geld. Da ist nichts drin. Also Geld halt. So, zack, eine Wundererbse. Gut, dadurch, dass die Final Hour ist, ist mir das jetzt relativ egal. Wir können eh nichts mehr machen. Wir haben 5 Minuten, meine Güte. Zack. So, wir packen mal noch die Ohrenmaske wieder rauf. Zack, einmal nach Unruhstadt. So, ab Rainer mit dir. So, ein bisschen Wasser drauf. Achso, ich hätte die geronene Maske gar nicht machen müssen gerade. Du willst mich verarschen. Ich stand genau da drauf! So, weg mit dir. Hi Wolf, tschüss Wolf. Oh, ist das ätzend. So, hier ist nämlich übrigens für den Fall, dass jemand das jetzt nicht wusste, eine heiße Quelle. So, und heißes Quellwasser wird zu normalem Quellwasser. Und nur für den Fall der Fälle, dass jetzt noch mal was passieren tut. So, und zwar auch schon, wenn man sich warpen tut, müsste es theoretisch nicht funktionieren. Ich hoffe, dass es halt so funktioniert, dass es nicht funktioniert, dass man halt es sofort verlieren tut. So, ich hoffe, es funktioniert mit heißem Quellwasser auch noch. Weil es ist heißes Quellwasser. Aber es hat doch sowas von getroffen, Mann. Ja, Quellwasser zählt als Quellwasser. Ach, danke. Wenigstens etwas. Ich verschwende gerade so viel Lebenszeit einfach. Ich habe auch absolut keine Lust mehr da drauf gerade. Das glaubt er gar nicht. Danke, Link. Spring da einfach nur rein. So, das müsste die letzte sein, richtig? Es ist eine Scheißtruhe. Wo ist diese kackletzte Höhle? Ich habe die nicht gefunden. Wo ist die? Hier ist nur Geld drinne. Es sind Krabben. Oh mein Gott, das ist sogar noch sinnloser als Geld. Soll er sich freuen? Da ist was. Oh, bitte sag mir, dass es das jetzt ist. Ey, das wäre so ein Segen. Ja, Mann! Oh, ist das geil! Schön! Oh, endlich! Ich hol mir jetzt auch einen Schokopudding. Meine Güte! Übrigens werden sie beim Deko grün und beim Zora blau. Da der Part jetzt 43 Minuten geht und sich das keiner antun wird,
So, Erzteil. Ich speichere an der Stelle mal ab. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst doch gerne einen Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out, Raccoon Style Play. Ciao. Und es tut mir sehr leid, dass die Folge so kacke lang ist. Ich habe selber keinen Spaß dabei gehabt. Aber was soll ich machen? Es ist einfach nur saukacke gewesen jetzt. Ah. Tschüssi.